Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Nemo, es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Mir wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen! Töte mich doch!
Und damit herzlich willkommen hier zu Watch Dogs mit mir, dem Dambu. Ja, ein sehr, sehr cooles Spiel, auf das ich sehr lange gewartet habe. Ich wollte es nicht gleich am Anfang zocken, weil da sind ja immer die, die so klickgeil sind. Nein, natürlich nicht, aber ja, ich habe jetzt tatsächlich mich dazu entschlossen, damit anzufangen, weil ihr es ja auch gerne sehen wolltet. Das war ja eine Abstimmung auf Facebook. Und ja, ich würde mich natürlich über jedes Like freuen, das dieses Video bekommt, einfach auch für mich als Feedback, um zu sehen, ob es euch insgesamt Spaß macht. Ja, und wir sind jetzt hier also in der Haut von Aiden Pierce und wir sollen Maurice erschießen. Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von vom richtigen Erschießen, deswegen schieße ich ihn jetzt einfach mal in den Fuß hier. Erinnerst du dich jetzt? Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Tja, das war wohl ein Fehler. Aber er scheint wohl nur bewusstlos zu sein. Ja, wir können hier jetzt erstmal hacken. Ich kann nicht mehr weglaufen. Das geht nicht. Dieser scheiße Aiden Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird mich aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Ich muss echt weiter. Ja, sehr gut. Also, er wohl der Mörder unserer Nichte gewesen. Da wird es ja sicherlich noch ein bisschen... Oh, cool. Komm, geh mal her, ja. Kann ich den nehmen? Ne. Ducken kann ich, wieso? Ja, da wird man sicherlich noch ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren, warum sie jetzt hinter ihm her waren oder was das große Geheimnis dahinter ist. Wir checken hier mal ein bisschen den Raum aus. Und ja, ich möchte euch dazu sagen, dass es wirklich so ist, dass ich nicht so der mordgeile Let's Player bin. Deswegen denke ich, werde ich versuchen, und vielleicht es ja sogar schaffen im gesamten Spiel, niemanden zu töten. Beziehungsweise so wenig wie möglich. Also die Schäden so begrenzt wie möglich zu halten. So, und wir sind hier im Stadion oder sogar in der Umkleidekabine von Chicago. Schwachstelle erkannt. Vermutliche Verbindung zu den Black... Was? Zu den Black Viceroys. Verbrachte seine Kindheit in einer Pflegefamilie. Ja, und da sieht man einfach auch schon sehr, sehr cool. Man erfährt hier sehr viel über die Leute in dem Spiel. Es gibt also sehr viel Background-Infos und die kann man wahrscheinlich auch alle noch irgendwie nutzen. Wir haben ein bisschen Medizin eingesammelt. Wegwerftelefon. Ja, also, denke ich, hier haben wir alles uns geschnappt. Wir können dann einfach mal rausgehen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Bandera, Mitglied der Black Viceroy Gang. Strafe wegen Veruntreuung abgesessen. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung.
Hab die Bullen gerufen? Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Alles klar. Also, vielleicht unser Freund? Fragezeichen. Wir werden es sehen. Gucken, da blinkt da noch was. Hacken können wir da was. Systemschlüssel. Herstellungskomponente für einmal Hack. Okay. Da werden wir wahrscheinlich auch noch zu wissen kriegen, was es damit auf sich hat. Mit CTOS verbunden. Also hier. Drücken Sie A, um in Deckung zu gehen. Hoch. Ah, okay. Drücken Sie B oder bewegen Sie den Stick, um die Deckung zu verlassen. Alles klar. Sehr gut. Und wir müssen jetzt hier also ein bisschen in Deckung gehen. Da ist eine Ballwurfmaschine. Unten haben wir unseren Radar. So, und irgendwo hier sind wohl die Cops. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch ein Viceroy. Er tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Okay, da kann man das auch reingehen. Zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden, wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte es der Rächer sein? Ist doch genau seine Art von Gerechtigkeit, ne? Ha! Das würde ich nicht alles tun, um den mal in die Finger zu kriegen. Okay, das ist wohl ein bisschen schwierig, da durchzugehen. Ich würde sagen, wir... Ich hier einfach mal rum. Wo sind sie jetzt? Direkt vor mir? Hinterm Auto oder was? Oh. Boah, das war knapp. Da leuchtet das Ausrufezeichen auf. Daran sieht man dann wahrscheinlich auch, ob die uns sehen oder nicht. Okay, was müssen wir machen? So, er haut ab. Vielleicht können wir die Situation nutzen, um hier schnell abzuhauen. Oh, da kann man anlocken. Anlocken machen, okay. Ah, da wird er also ein bisschen abgelenkt. Okay, sehr gut. Big Base Steel is on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. That's a pitch, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Um den Profiler zu aktivieren. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sonova pitches, that's a big hit! Ah, okay. Ah, jetzt kann man sich von Kamera zu Kamera hier, also Datenfluss verfolgen, okay. Oh, alles klar. Da haben wir einen, da sind zwei. Angemeldet für Yoga-Anfängerkurs. Okay. Mach mal halblang, Speedy, wir brauchen dich da unten. Da müssen wir also raus. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. Homosexuellen. Wer... Neuer Rekrut. Na. Schwachstelle kannte. Alles klar. Jetzt haben wir es also gehackt.
mal gucken. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Da sind elektronische Teile, okay. Halten Sie LB, um das Waffenrad zu öffnen. Ah, okay, da ist... Da soll es hingeworfen werden. Muss ich es machen? Ja, anscheinend. So kann man Waffe ziehen, okay. Hierher werfen, ja, okay. Halten Sie RB gedrückt, einen Wurf vorzubereiten. Okay. Funktioniert nicht. Was ist denn da los? Ah, jetzt habe ich ihn ausgewählt oder was? Möchte ich jetzt aber noch nicht. Ich muss es machen, okay. Schluck den Köder. Okay, er schluckt den Köder und wir gehen hoch. Sehr gut, da ist sicherlich nichts gewesen. Oh, okay. Und wir sind da. Hey Sie, Sir. Das ist ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Okay, die werden also ist ja nicht alle egal, kontrolliert. Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als... Business Manager für Quinn. Ja. Hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen... Pferdesportfan. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Sehr gut. Da sind wir schon am Stadion. Kumpel. Da stimmt was nicht. Stimmt, das kommt doch sicher. Bad Boy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Okay. Da ist also um eine Kamera. Eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Security-Freigabe. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielabbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie ah, okay, die Freigabe habe ich mir jetzt geholt. Jetzt kann ich da rein. Boah, da ist sie, die dicke Firewall hier. CTOS. Das ist also dieses System, wo man hier so fett cracken kann. Da unten zur Herstellung. Blackout. Yeah.
Boah. Kommt nicht hierher, Jungs. Weg, 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 weg. Der andere muss weg. Ja, du geh einfach weg. Sehr viele Cops hier. Okay, hier unten geht's also. Rennen mit R2. Müssen wir vielleicht gar nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Nein, hier gibt's offensichtlich nichts. Oh, hier könnte man... Was ist das denn? Zugriff verweigert. Okay, ein Schaukelpferd. Okay. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Habt eine Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss... Okay, offensichtlich ein Auto. Okay, den können wir hacken. Scheiße, der Strom ist weg. Meine Glotze ist nur noch schwarz. Hier gibt's kein Fernsehen. Da wird jemand gefeuert. Lol. Schreibt Drohbriefe, Edward Quinton. Okay, ich denke, wir können hier wahrscheinlich irgendwie raus. Oh, hier, einkaufen. Was ist da denn los? Alle sauer. Einkaufen. Pub. Oh, wir haben $935. Und können für $10 eine Bierflasche kaufen. Komm. Ja, nimm mal eine Bierflasche, oder? Nehmen Sie sich in der Freischaltung der Fokusfähigkeit einen Moment Zeit und erfrischen Sie sich mit einem Getränk, das Ihre maximale Fokusdauer erhöht. Aha, okay. Dafür ist es. Nur die haben wir jetzt ja noch gar nicht. Fokusdauer. Wir sehen uns. Da geht's also raus. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Der komplette Stadt war hier Stromausfall, oder? Oh, heftig, heftig, heftig. Ja, und damit sind wir raus hier aus der gefährlichen Zone. Beziehungsweise wir müssen noch irgendwie aus dieser Suchtzone raus. Man kann während des Spiels auch die Gespräche anderer belauschen, auch sehr interessant. Aber wir wollen jetzt erstmal zu dem Auto, das unser Kollege hier für uns besorgt hat.